Also die Studiozeit bei den Weltraumstudios, wo wir unsere ersten CDs auch schon aufgenommen haben, hat sich schon sehr lang hingezogen. Länger wie beim ersten Album auf jeden Fall, weil wir halt immer noch was Neues dazugebracht haben. Außerdem haben wir immer nur an den Wochenenden und in den Ferien Zeit. Und ich glaube, die Faschingsferien, also bei uns in Bayern die Faschingsferien, waren die ersten Ferien, wo wir dann mal wirklich im Studio waren. Ja. Und haben halt mit Schlagzeug angefangen, weil das ja immer so der Grundteppich ist, den man braucht. Bei der Albumproduktion waren immer viele Fans da vor dem Studio, haben da wirklich tagelang kampiert und das war ganz süß. Die waren dann immer auf der Brücke, wir hatten Angst, dass sie irgendwie von der Brücke runterfallen, weil unser Studio ist direkt an der Brücke, aber sie haben es alle überlebt. Dankeschön. Es war auf jeden Fall schon auch ein Ansporn für uns, wenn wir da raus geguckt haben und dann halt die Fans gesehen haben, haben wir gewusst, wir machen das für die Leute da unten und wir müssen natürlich das Bestmögliche rausholen. Was soll die Solo? Ich will Hotel California! Und nicht so eine Scheiße! Ihr sollt was Richtiges aufnehmen, Mann! Ja, und manchmal gab es auch so Punkte, wo du einfach nicht weiterkommen bist. So. Das war, wo du wirklich so ein Brett vor dem Kopf hattest. Du hattest zwar irgendwie immer ganz viele Ideen, aber dann hast du das sogar eingesungen gehabt, das komplette Lied, und dann nach dem dritten Mal hören hast gemerkt, irgendwie. Dauernd kommen irgendwelche. Es gefällt mir nicht und mir gefällt es nicht. Nervt mich. So eine Kacke.